Endlich dieses Viehfühl oder diesen Typen. Ich muss die Eier abreißen. Im Himmel waren tolle Preise. Es ist besser zu arbeiten, als wir sind kann. Worte, von denen man leben kann. Worte zum Essen. Ein Paradies für Arbeiter. Und sterben. Ein Paradies für Arbeiter wäre es, wenn das Ding endlich mal die Klappe halten würde. So. Was ist das für ein Foto? Geil. Wirklich? Alter, das ist doch nicht so was hier. Das ist ja wirklich doch verarschen. Alter. So, wo sind die Buch? Da. Pisse. Ich fühle mich richtig ausgequetscht wie so eine Art von Kuchen. Huch! Stein. So ein Ü. Darüber. Jetzt einfach mal dezent hinter uns gelassen. Das ist jetzt auch nicht weiter von Belang. Ach du Scheiße. Was? Alter, wirklich? Okay, 5 Stück. 4 am Rand, 1 in der Mitte. Ja, herzlichen Glückwunsch. Alter. So viel Shit auf einmal hier. Da springt es dein Mädel zu weit. Das ist vorbei. Wie soll ich das denn jetzt bitte machen? Manche Insekten fressen ihren Nachwuchs, Alice. Wir können viel von ihnen lernen. Lebendig oder tot. Das macht mir Angst. Okay. Ich möchte nicht lebendig gefressen werden. Sehr, sehr
ungern eigentlich nur. Ach, du Scheiße. Was sind das denn im Käfig? Das sind Tiere. Oder irgendwie sowas in der Art jedenfalls. Irgendein creepy Bullshit. Ach, das ist eine Schweineschnauze. Schön. Einmal schön würzen, ab auf den Grill und was zu essen. So. Ah, schön, eine Flasche. Tot. Krasser Scheiß. Wer oder was arbeitet hier? Oder möchte hier jemals arbeiten? Das ist ja wohl auch mal eine Frage. Da läuft so ein Ding im Rad. Du hast Feierabend. Unfassbar. Ich hoffe, ich kriege den Preis fürs beste Parcourslaufen. Ich finde, daran bin ich ziemlich gut. Und unsere kleine Alice auch. Aber klein ist der falsche Ausdruck. Alter! Finger weg. Das ist ekelhaft. Dreh dich. Okay, mal schauen, was passiert. Ich bin definitiv Höhlenläuferin 2014. Die beste. Eindeutig. Bin ich voll für. Eine Erinnerung drin, wenn ich das richtig sehe. Wie komme ich denn jetzt hier weiter? Achso. Und Feuer frei. Leg seinen Käfig zu, dann schläft der Vogel Alice. Als würde man eine Kerze ausblasen. Schläft den Schlaf der Gerechten. Wie Mama und Papa. Nach 10 Uhr bewusstlos. Okay, gut zu wissen. Nach 10 Uhr bewusstlos. So. Der Lohn für deine hündische Beharrlichkeit heißt Schmerz. Ich hieß dich aufgeben, aber meine Warnung fand kein Gehör. Und so wirst du dich gleich fühlen wie ein Hummer, den man in den wallenden Kochtopf geworfen hat. Okay. Die Beine des Hutmachers sind gefunden. Sie waren gerade zweckentfremdet. Missbraucht, so gesehen. Ach du Scheiße. Die Kameraperspektive ist natürlich jetzt auch gerade totale Bombe. Mit totale Bombe meine ich einfach nur Scheiße. So, Mensch. Alter. So, zack. Zum kleinen Freund Mr. Rabbit. And then we jump over here. And we jump over here.
So ist's recht. Ich will schon brodeln. Flinker, meine feinfederigen Freunde, nicht nachlassen jetzt. Was, bitte? Alter, ihr wollt mich doch verarschen. Ey, so ganz ehrlich. Wieso mache ich den Scheiß eigentlich? Alter, nein, das war jetzt dann. Gut, scheiß drauf, speichere mir Weg. Der Mist aufhört, sich zu bewegen. Komm ich überhaupt hoch? Ja. Okay. Wir müssen auf jeden Fall die Beine des Hutmachers uns holen. Egal wie. Was? Soll ich da hochkommen? Ach du Scheiße, ey. Nein, 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 Weitsprung, Mann! So, also nochmal, irgendwie müssen wir darüber kommen. Lass mich hoch. Was? Das Alter! Das Spiel macht mich gerade fertig. Ah, nein, das war zu. Nein, das war zu früh. Scheiße. Ah, ich mag nicht mehr. Ich fühle mich verarscht. Bei einem Spiel. So, hier steckt jetzt erstmal eine Party. Na, lass mich in Ruhe! Scheiße. Au! Ach, scheiße. Ich will die falsche Taste. Scheiße, lässt da jetzt mal ignorieren. Ich muss das Ding loswerden. Hat, kann man echt bescheiden ausweichen. Was willst du? Kommst du oder willst du? Kommst du? Das ist ja so eine scheiß Schraubenkacke von mir. Nein!
Da gehen wir doch nicht auf die Plauze rein. Auslassen. Mensch. Ist ja unglaublich hier. So, Nummer 1. Nummer 2 kriegt jetzt auch die gute voll Pfeffer hier. Das Maul. Mann ey. Oh, lästig der Scheiß hier. So. Mensch. Wart es ja nicht aufzuhören. Rennt weiter oder ich. Oder du warst. Ach, blödes Kanickel. Huch. Schauen wir mal gerade, ob es hier lang geht. Fanden wir bestimmt noch was Schönes. Jawohl. Eine Flasche und ein paar Zähnchen. Nix. Ja, das ist so besoffen. Der Stutt besoffen. Kein Wunder, dass die so komisch spielt, wenn die so besoffen ist. So. Mal rein hier in die gute Stube. Okay. Was? Alter! Scheiße! Wie soll ich das denn machen? Das geht doch gar nicht. So schnell kann ich gar nicht laufen. Was? Muss ausprobieren. Dass das funktioniert, aber. Ach, da ist ein Zwischenraum bei den Zehen. Ach Gott. Das schaffe ich doch gar nicht. Alter! Das hat leider keinen Power Speed oder so. Okay, geschafft. Alter. Ich will mich doch alle verarschen hier. Ich kündige diesen Job. Macht doch eh keiner mehr mit. Ja, natürlich, da drunter her. Haben wir auch keine Angst, dass uns irgendwas die Gehirnzellen zerquetscht. Ach doch. Ja. Oh, hier wackelt alles. Das Gefühl, dass hier gleich einiges zusammenkrachen wird. Nein, halt, das reicht jetzt! Hört jetzt auf mit dem Rennen, ihr Vollidioten! Du glaubst wohl, das kann uns aufhalten. Irrtum, ich verschwinde. Du kriegst mich nie. Versuch's das gar nicht.
Es fehlt eigentlich nur noch eine Schildkröte, dann haben wir das perfekte Rennen hier. Also Schildkröte und so ein Quark. Boah. Bleibt bloß, wo ihr seid, ernsthaft. Und dann befreien wir mal die Beinchen. Und wir direkt hinterher. Wunderbar. Alter. Was machen die da mit uns, ey? Ich habe dich wieder komplettiert, Hutmacher. Also, was ist mit dem verdammenswerten Zug? Fühl mich wie ein neuer Mensch, oder was auch immer ich sein mag. Wie ein verfrühter Frühling, wie ein geschmiertes Getriebe, wie ein makelloses Stück Metall, das an deinem Auge starrt. Antworte mir, Hutmacher. Ich leide. Und die Veränderungen hier sind die Ursache dafür. Oder eine Spiegelung. Oder die Auswirkung. Was passiert hier? Wie lauten die neuen Regeln? Die Regeln sind nur ein Flüstern, entfernt vom Wunder. Wunder mich, wie man Regeln misst. Mit einem Maßstab. Grausame Regeln. Idiot, ich hätte dich so lassen sollen. Komm, du kannst mir wenigstens helfen, herauszufinden, was vor sich geht. Vom Hutmacher entführt, so gesehen. Wir haben ihn also wieder zusammengesetzt und ich bin echt gespannt, was er uns jetzt